Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin noch den Stör. Na, guckt euch das an. Jetzt sind es fast nur noch 6000 Erfahrungspunkte. Hier vermute ich, dass sie hier war. Irgendwo. Gut. Hier in einem dieser Häuser. Na, machen wir das ganz einfach. Khalid? Gib Talisa mal die Stiefel. Was? Beinahe unter meiner Würde. Dann waste jetzt einfach mal kurz und such die Frau. Beinahe. Die war nämlich in irgendeinem Erdgeschoss. Nichts leichter als das. Nein. Hier auch nicht. Beinahe unter meiner Würde. Das heißt hier unten nicht. Das heißt vielleicht irgendwo hier oben. Taverne Drakon. Und du bist Gists Herrenhaus. Dann vielleicht hier drüben irgendwo. Wo flitzt sie? Da flitzt sie. Okay. Hast du eigentlich, kannst du eigentlich gerade Hass zaubern? Nein, kannst du nicht. Ja. Der Marktplatz ist immer noch gut besucht, obwohl es mitten in der Nacht ist. Oh, ich kann ja kurz gucken. Gruppe von Nadeln. Verheißungsvolle Stimme teilte mir gar nichts. Ein kräftiger alter Zwerg, Jasso. Eine Frau namens Hannah, Bruder Nadine. Ja, genau, wir haben Nadine vor Lord Thunder getroffen. Das heißt, das war irgendwo gut. Hier in, auf diesem dieser Map. Da ist sie auch schon. Zeigt den Weg all jenen, die den Weg nach Hause suchen. Es war wirklich sehr freundlich von euch, dass ihr das für mich getan habt. Was Erik angeht, so wird er nach Hause kommen, wenn er dazu bereit ist. Lasst mich euch diese Halskette als Zeichen meiner Dankbarkeit geben. Sie hat außergewöhnliche Kräfte, aber man muss vorsichtig damit umgehen. Oh. Eine neue Geschosshalskette, sehr schick. Was wollt ihr? Gut. Nichts leichter als das. Nochmal 400 Erfahrungspunkte. Kameradschaft, Abenteuer, und das Kreieren von Schwertern. Der Stoff aus dem Kreieren jetzt nicht so besonders viele Erfahrungspunkte. Aber besser als nichts. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Gut. Es wird bald wieder Tag werden. Also können wir das mit der Quest eh vergessen, wenn ich den Stör nicht finde. So, meine Stiefel wieder anziehen, das wieder an Khalid abgeben. Was? Beinahe unter meiner Würde. Dann gehen wir jetzt mal falsches Viertel. Beinahe unter meiner Würde. Samenviertel ist... Obwohl, war das hier? Doch, das müsste hier gewesen sein. Hier war die Nymphe und hier war der gebrechliche Mann. Wir haben den Schädel nämlich jetzt abgegeben. Ah ja, Baldur's Tor. Da muss man sich, müsste man sich echt viele Notizen über diese Stadt machen. Aber ich war bis jetzt zu faul dazu. Ich kann mich an so viel noch erinnern. So viel, was wir noch gar nicht gefunden haben. Zum Beispiel gibt es einen bestimmten Grund, den ich kenne, warum ich noch nicht im Helm und Umhang war. Aber ich weiß nicht mal, wo man den Typen findet. Na gut, das werden wir sehen, wenn es soweit ist.
Wir wollen erstmal hier rein. Hier war nämlich, glaube ich, der Gebrechliche drin. Wer die Leute nicht an der Wand festhängen. Ich hab nichts Wertvolles. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich bin geheilt. Nach all den langen Jahren des Dahinrottens ist dem nun ein Ende gesetzt. Gesegnet seid Timora. Würde mein Bruder endlich Frieden finden, ihr seid gütiger, als ihr wisst. Ich hab nichts Wertvolles. Bitte lasst mich in Ruhe. Oh, jetzt sieht er wieder normal aus. Bitte lasst mich in Ruhe. Hm. Beinahe unter ich meiner hab Würde. Nichts Wertvolles. Bitte lasst mich in Ruhe. Oh, jetzt ist er weg. Nichts leichter als das. Okay, das wäre auch abgeschlossen. Das Schild hier eigentlich ist, glaube ich, das für die funkelnde Taverne hier. Ach, gehen wir einfach mal hier rein und versuchen, dem das Buch abzunehmen. Damit haben wir nämlich zwei Gründe. Genau, das hier ist die leuchtende Laterne. Haben wir zwei Gründe, den Stör zu finden. So. Loba. Hallo. Willkommen in der leuchtenden Taverne, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Probiert unser Essen, es wird euch schmecken. Ich habe einmal überlegt, möchte ich an solch einen Ort kommen. Was könnt ihr glauben? Tod und Verderben ist dem Nahen, der sich heute meinem Vergnügen in den Weg stellt. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Hier scheint ja ganz schön was los zu sein. Ich werde auf jeden Fall so viel wie möglich ausprobieren, bevor ich gehe. Es scheint, eure Kunden sind recht wohlhabend. Hier wird kein Unterschied zwischen den Klassen gemacht. In der leuchtenden Laterne fragt euch keiner, was ihr habt oder seid. Hier sind alle sozialen Schichten vertreten. Natürlich mag es die Tendenz geben, dass diejenigen, die gutes Trinkgeld zahlen, bevorzugt werden. Natürlich nur ohne die Absicht viel Spaß noch. Natürlich nur ohne Absicht viel Spaß noch. Edelmann. Edelfrau. Schankwirt. Spieler. Ich würde gerne eine Etage tiefer gehen. Dort geht es nämlich nur wieder raus. Ah, da geht's runter. Ja. Oh. Da will mich einer ansprechen. Nö. Ihr seht aus wie Bürgerliche. Nichts leichter als das. Irgendwas nicht in Ordnung? Euer Leben bedeutet mir gar nichts. Wer bist du denn jetzt schon wieder? Ihr seid doch zu einem bestimmten Zweck hier, oder? Ich verrate euch was. Es gibt keinen Zweck, nur Entropie. Wunderbare sinnliche Entropie. Meine Schwester, ich kenne Entropie besser als die meisten. Vielleicht dürfen wir euch einige ihrer Freuden zeigen. Wie heißt die gute Frau? Und was ist dieses Entropiezeug, von dem ihr dauernd redet? Ich bin Destra, sie heißt Vaya. Wir sind eins mit Leere. Wir wissen, dass Leben keine Bedeutung hat. Lasst uns euch entropische Freuden zeigen. Hm? Ihre eisige Berührung wollt euch entzücken. Er zeigt euch die Freude, von der ihr redet. Ich bin sicher, es könnte recht interessant sein. Besonders wenn sie uns in eurem Schlafzimmer zeigt, wo wir ungestört sind. Kein Grund, ins Schlafzimmer zu gehen. Wir können es euch hier zeigen. Nicht viele sind bereit, in die große Leere zu gehen. Sie Angst, aber wovor sollten Angst haben? Leben ist leer. Besser ist bald zu beenden, als Leid zu ertragen. Oh. Verrückte Weiber. Ich fürchte, ich brauche Hilfe. Ja, oh allgegenwärtig. Du hast du noch einen Heilzauber? Nein. Euer Leben liegt in meiner Hand. Was wollt ihr? Ihr habt eine Aufgabe. Die da, du trinkst einen Schluck. Für die Gruppe. Okay. Puh. 2000 Erfahrungspunkte für dir. Dolch, noch ein Stab.
Hellsehen. Magie bannen. Edelstein, Edelstein. Ja, nichts leichter als das. Okay. Du trinkst noch mal ein. Hm? Kann ich euch behelfen? Kali, stehst du auf der Leiche? Ja, du stehst fast wenn auf der Leiche. Ist. Oh, Handschuhe. Und ein Schwert. Ein langes Schwert natürlich. Und die Handschuhe sehen auch nicht uninteressant aus. Und wir müssen dann so gucken, dass wir Zeug verkaufen. Dolch plus 1. Eine Geschosshalskette. Hat noch irgendwer Platz für irgendwas? Ja, immerhin hat noch Platz, okay. Was wollt ihr? Gut. Das waren zwei verrückte Weiber. Ihr benötigt etwas, Fremde? Dann gehen wir jetzt eine Etage tiefer. Du siehst so aus, als ob du Jakob wärst. Und hier müssten wir immerhin definitiv die Augen zuhalten. Hä, es geht noch tiefer? Achso, hier ist der Gut. Schiffsrumpf. Gut. Gut, Jakob. Wo ist der Rest? Wie ihr wünscht. Nicht da hinten festhängen. Auch wenn Yahira ganz schön angeschlagen ist. Haben wir noch was zum Heilen? Ja. Nein. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ja. Was ihr denn in Höllen? Namen habt ihr in meinem Zimmer verloren. Wir kommen wegen des Fluches, mit dem ihr Birbaras Tochter belegt habt. Wir möchten den Gegenzauber erfahren. Hat das Luda also Abenteuer angeheuert, damit sie den Gegenzauber für ihre heißgeliebte Tochter holen? Sie hätte besser jemanden schicken sollen, der dieser Aufgabe gewachsen ist und nicht ein solches Lumpenpack wie euch. Was? Okay. Du willst Ärger. Bitte lasst mich gehen, ich ergebe mich. Ihr sollt alles haben, was ihr wollt, wenn ich mich nur am Leben lasst. Gebt uns das Buch und wir sind fertig. Ihr habt hier mein Zauberbuch. Ich danke euch dafür, dass ihr mir das Leben geschenkt habt. Ja, gut. Nein, 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 nicht töten. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Okay. Was wollt ihr? Gut. Da liegt das Buch. Ja, ich hab genug davon. Immerhin. Hebt das mal bitte auf. Steht euch nicht gegenseitig im Weg rum, bewegt Was? Euch. Beinahe unter meiner Was Würde. Wollt ihr? Ich hab genug davon. So, das Buch hätte ich gerne. Jagos Buch der Flüche. Noch etwas Geld. Melfs Säurepfeil, einen Feuerball. Ich glaube nicht, dass sie Melfs Säurepfeil lernen kann. Nein. Ja? Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Und dann noch verschwimmen, so. Okay, nächster Halt wäre ein. Ja, gut. Gemischtwarenladen. Leichter als das. Ja. Aber erstmal müssen wir aus diesem blöden Schiff raus. Einer muss nur die Treppe erreichen. Nichts leichter als das. So, und jetzt raus hier, bitte. So. Nichts leichter als das. Gut, das wäre auch erledigt. Als ich das erste Mal Baldur's Gate gespielt habe, bin ich damals in dieses Schiff hier rein, habe den Kerl getötet und habe sein Buch nie bekommen. Das heißt, die Quest war nicht mehr abschließbar, was mich damals tierisch genervt hat. Deswegen meide ich solche Orte immer, wo mir bekannt vorkommen. Bis ich die Quests dafür kriege. So, jetzt speichere ich das Spiel erstmal. Spiel speichern, LP 031. So,
Und dann sehen wir uns gleich wieder.